Mit der Arbeitszeitgesetznovelle wurde der Kreis der Ausnahmebestimmungen für leitende Angestellte erweitert. Neben den leitenden Angestellten sind jetzt auch sonstige Angestellte mit maßgeblicher selbstständiger Entscheidungsbefugnis aus dem Anwendungsbereich des Arbeitszeitgesetzes ausgenommen. Diese Bestimmung kommt direkt aus der Arbeitszeitrichtlinie und ist etwas interpretationsbedürftig. In den Auslegungsrichtlinien der Kommission lässt sich nachlesen, dass die EU-Kommission hier vor allem an Spezialisten denkt, Wissenschaftlerinnen oder auch angestellte Anwältinnen und eben Personen, die aufgrund ihrer besonderen Fachkenntnis nicht sinnvollerweise Weisungen unterliegen und sehr selbstständig und eigenständig arbeiten können. Eine weitere Voraussetzung ist auch, dass ihre Arbeitszeit nicht messbar ist oder eben nicht gemessen wird. Wichtig ist aber in allen Punkten die maßgebliche selbstständige Entscheidungsbefugnis, die auch bei diesen Personen vorliegen muss.